Liebe Susanne, wir haben gemeinsam noch einen Gast, bevor eine andere Co-Moderatorin hier auf die Bühne kommen wird. Und dieser nächste Gast in unserer Evolutionsnacht ist Franz Kolland. Herzlich willkommen, Applaus. Grüß Gott. Franz Kolland wurde von Susanne Walpitschecker eingeladen. Susanne Walpitschecker ist stellvertretende Generalsekretärin des Seniorenbundes und Evolutionsbotschafterin. Sie ist eine jener Persönlichkeiten, die den Prozess der ÖVP zur Selbstfindung, zur Findung eines Weges, der im Jahr 2015 beschlossen werden soll, um eine gute politische Dienstleistung auch in Zukunft für Land und Leute erbringen zu können, vorantreibt. Mit ihr zusammen darf ich Persönlichkeiten interviewen hier auf der Bühne aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen zur Frage, was eigentlich gute politische Dienstleistung ist, welche Hoffnungen und Ängste, welche Ärgernisse und auch welche Freuden diese Persönlichkeiten aus Österreich mit Politik und der ÖVP im Speziellen verbinden. Das ist ergiebig, das gibt was her und die Susanne hat den Professor Franz Kolland eingeladen und die Susanne bitte ich auch, ihren Gast jetzt vorzustellen. Herr Professor, ich darf hier das Wort aber bitte an Sie geben. Ich glaube, Sie stellen sich am besten selbst vor. Gut, also ich beschäftige mich mit Altersfragen, bin an der Universität Wien beschäftigt und werde eher den Seniorenteil jetzt ansprechen. Nicht? Also werde mich eher auf diesen Bereich, obwohl es ein ungewohntes Setting ist. Nicht? Also normalerweise, wenn man über diese Themen spricht, die interessiert ja junge Leute nicht. Aber ich möchte eines sagen, weil ich möchte mehr nicht dazu sagen, also zu meiner eigenen Person, also ich beschäftige mich als Sozialwissenschaftler damit und berate hier auch, und das gefällt mir besonders gut, da bin ich auch schon bei der ersten Frage. Ich habe noch gar keine Frage gestellt. Naja, die Frage nach, was ist gut an der ÖVP, ich berate. Ja, ich wollte tatsächlich diese Frage stellen. Da kommt man schon drauf. Zwei Dinge. Zuerst einmal möchte ich sagen, was ich so an der ÖVP schätze, ist ihre Kultur. Also was ich zum Beispiel heute schon schätzen gelernt habe, ich komme rein und mir wird ein Glas Rotwein angeboten. Das schätze ich. Warum? Weil das Glas Rotwein, wie ich den allen Hörern oder Zusehern vermitteln möchte, der Rotwein enthält Resveratrol. Und das ist ein wesentliches Elixier für die Lebenserwartung. Also es ist nicht der Weißwein, sondern der Rotwein, den Sie trinken. Ein Achtel Rotwein am Abend wird auf jeden Fall die Lebenserwartung verlängern. Das heißt, das habe ich heute bekommen hier von der ÖVP, freue ich mich schon darüber. Der zweite Punkt ist, warum ich es so schätze, das ist ein bisschen im Widerspruch zu Gerhard Bruckmann. Ich habe in den Ländern sehr gute Erfahrungen. Also ich berate ja die niederösterreichische Landesregierung und habe also diese Tage wieder Erwin Bröll gesehen und ich habe erst vorletzte Woche Büringer gesehen und ich schätze diese Professionalität. Schätze die Professionalität dieser alten Politiker. Das ist sozusagen ein Vergnügen, ihnen zuzuschauen, wie sie agieren, wie sie auch auf Fragen agieren. Dieses Gestottere von jungen Leuten, also ich muss schon sagen, das ist mir manchmal ein bisschen zuwider. Also da bin ich froh, dass es diese Profis gibt und das ist schön zuzuhören und das ist auch eine Auseinandersetzung. Das sind mächtige Menschen und ich schätze die Auseinandersetzung. Da zählt auch das, was man mit ihnen ausmacht. Das hat Handschlagqualität, das funktioniert gut. Und das ist etwas, was ich sehr angenehm finde und das ist auch das, was ich im Seniorenbund immer kennengelernt habe, da ist eine Offenheit da, da ist auch ein gewisses Machtbewusstsein da. Aber es hat auch dann, das hat dann Hand und Fuß. Also Sie finden gut an der ÖVP die Kultur, ja. Das Glas Rotwein notabene, ja. Sie finden gut die Professionalität, ja. Vor allem einiger älterer Semester, wenn ich Sie richtig zitieren darf. Ist jetzt alles in Ordnung oder muss die ÖVP schon was tun, um auch in Zukunft guter politischer Dienstleister zu sein? Naja, das ist immer so die Frage, man ist mit irgendwas nicht zufrieden. Ich würde ja eher sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich da sehe. Also ich bin jetzt nicht der, der sofort anfängt, ja dieses und jenes, da hat man ja immer was auf Lager. Hätte die ÖVP dann mehr als 24% verdient aus Ihrer Sicht? Sicher. Also ich würde sagen, das, was ich sehe, das, was meine Erfahrung gibt, und ich habe ja relativ oft hier damit zu tun, müsste mehr sein. Nicht? Also warum das nicht geschieht, das weiß ich auch nicht. Ich bin ja jetzt nicht ein
sozusagen, es gibt schon Forschungen dazu, die zeigen, warum das so ist. Aber ich aus meiner Perspektive sage, da ist sehr vieles Gutes da, das muss man nicht so alles umdrehen. Also das verstehe ich nicht, sehe ich nicht so. Also nicht umdrehen, sondern Linie halten ist ja eine klare Botschaft so von Ihnen es. Für die Zukunft. Dennoch gehe ich davon aus, als Mensch in Österreich, Sie kennen Menschen, die ÖVP-Wählerinnen oder Wähler sein könnten, es aber nicht sind. Warum ist Ihre Einschätzung, es geht ja jetzt nicht um eine fertige wissenschaftliche Studie, sondern um Ihre Einschätzung, warum sind das Menschen, die dann davon Abstand nehmen, ÖVP-Wählerinnen oder Wähler zu sein? Also ich denke, was man schon braucht, ist mehr von diesem Holz der Politik, die auf die Menschen zugeht. Vielleicht haben wir da und dort Politiker heute, die doch etwas weiter weg leben. Also die sozusagen diesen Kontakt zu den Menschen, diese Offenheit, nicht, wenn ich die dann sehe bei den Alten, wie sie sich auch nicht so blöd sind, jeden, der dann auf sie zukommt, das Ohr zu leihen, mit ihnen eine Viertelstunde zu reden, über den größten Schwachsinn, den man reden kann. Aber trotzdem. Ja, aber wenn etwas von einer Bürgerin oder einem Bürger kommt, also ist es per Definition nicht Schwachsinn. Ja, ich sage es jetzt als Fachperson, nicht? Aber das ist ja die Kunst. Das ist ja die Kunst dessen, dass man zuhört und auch nicht sagt, nein, das ist ein Schwachsinn, sondern das auch ernst nimmt als solches. Und da glaube ich schon, da gibt es manchmal schon eine Arroganz, so manchen Politiker, wo ich mir denke, wenn ich die dann wieder gesehen habe, da wäre es schon günstiger, quasi auf sie zuzugehen. Das heißt, die ÖVP soll bürgernahe Personen aufstellen für Wahlen. Letztlich geht es ja um Wahlen, die alles entscheiden, wie es politisch weitergeht. Und was halten Sie von einer Persönlichkeitswahl, also einer Entwicklung weg vom Listenwahlrecht, mehr hin zu einem Persönlichkeitswahlrecht, damit Bürgerinnen und Bürger die Auswahl haben? Ich glaube schon, dass Persönlichkeiten wichtig sind. Also ich denke schon, das ist etwas, was die ÖVP auch kann, wo sie das auch hat. Sie sind eine Persönlichkeit, mir gefällt das gut. Sie sind auch kantig, das ist, finde ich, sehr gut. Also nicht diese glatt gestrickte Form, also das ist, damit kann man sich auseinandersetzen, das finde ich gut. Und solche Persönlichkeiten gehören in den Vordergrund geschoben. Die sollen nicht auf irgendeiner Liste verschwinden. Liebe Susanne Walpitschecker, wenn ich das höre von Professor Kolland, laufe ich rot an. Und das passiert mir wirklich selten. Liebe Susanne, hast du eine Frage? Ja, ich blitze schon ein wenig auf dieses Buch, das da liegt. Was der Professor Kolland nicht dazu gesagt hat, ist, dass er sich in seiner Arbeit sehr mit der Lebenslaufforschung auseinandersetzt und auf diesem Fach ja wirklich Experte ist. Und ich hätte gern noch von Ihnen gewusst, ob Sie feststellen, in den letzten Jahrzehnten markante Veränderungen in der Lebenslaufgestaltung der Österreicherinnen und Österreicher, auf die ÖVP reagieren muss mit den Rahmenbedingungen, die sie schafft. Ja, also danke für die Frage, die auch zu dem Buch überleitet, das ich mitgebracht habe. Ich meine, den einzigen Punkt, der hat aber nichts mit der ÖVP zu tun, sondern der hat mit der Gesellschaft schlechthin zu tun. Was mir nicht gefällt in unserer Gesellschaft, dass wir so stark sortieren, dass wir Kinderorganisationen haben, Jugendorganisationen, Erwachsenenorganisationen, Seniorenorganisationen, das sehe ich nicht als Zukunft. Also ich denke, dass wir hier die Dinge viel stärker verschränken müssen. Drum auch das Buch, sagt es gleich, möchte das sozusagen hier, das Buch, das ich mitgebracht hätte oder mitgebracht habe, heißt Lebensläufe im Wandel und deutet darauf hin, dass wir nicht mehr so sortiert leben. Da leben die und dort leben die anderen. Das ist gesellschaftlich nicht sinnvoll. Also wenn wir schon dieses Problem haben, dass junge Leute es nicht gern sehen, wenn alte Leute einkaufen, wenn sie einkaufen und dann der Streit entsteht, was tun Sie da, jetzt gehe ich einkaufen, gehen Sie woanders hin, wieso sind Sie mit mir auf der Rolltreppe, schleichen Sie nach, gehen Sie woanders hin. Ich möchte sozusagen ein Zusammenkommen und da müssen die Parteien, die Gewerkschaften, die Kirchen alle ein besseres Vorbild geben. Da sind sie ein bisschen zu stark sortiert. Lebensläufe im Wandel, eine klare Botschaft gegen die Sortierung, für die Vernetzung, auch die zeitgemäße. Das ist die Empfehlung von Professor Kolland für Parteichef Reinhold Mitterlehner, weil
Das war die Frage, welches Buch würden Sie dem Parteichef empfehlen? Es ist Lebensläufe im Wandel. Ich zeige es nochmal in die Kamera und ich lade Sie ein, Herr Professor Kolland, das Buch auf dem Büchertisch zu hinterlassen und danke Ihnen herzlich für den Besuch hier bei uns und für die gute Diskussion. Susanne Walpitschek ergänzt noch was. Erlaubst du mir eine abschließende Bemerkung für alle Anwesenden und die das irgendwann im Internet sehen werden? Der Professor Kolland startet im März mit einem Masterstudium Gerontologie und soziale Innovation. Richtig, Christian Posch, der Mann hinter der Kamera, kann jetzt auch die URL, die Homepage-Adresse einblenden zu diesem Masterstudium. Bitte einfach zuschauen, aufschreiben, anklicken, reinschauen. Susanne. Und alle, die sich überlegen, weiterzulernen, egal in welchem Alter, ihren Master zu absolvieren, das ist ein Institut, das vor allem mit einer hohen Betreuungsqualität dienen kann. So viel zu meiner Empfehlung zum Abschluss. Eine gute Empfehlung, ein herzlicher Dank an Professor Kolland. Applaus. Applaus